in der Zwischenzeit war ich wieder in München und habe in meinem Fotostudio gearbeitet. Und ein Projekt, das mir da gerade sehr am Herzen liegt, ist eine Langzeitzusammenarbeit mit Moqua. Moqua ist eine Einrichtung des Kreisjugendrings. Und diese Einrichtung hat zum Ziel, Jugendliche aus schwierigen Verhältnissen zu fördern und sie ja zu einem Schulabschluss, also qualifizierenden Hauptschulabschluss oder mittlere Reife zu bringen und auch danach weiter auf den Arbeitsmarkt zu vermitteln und auch neben der rein schulischen Thematik eben auch sozial unterstützend zur Seite zu stehen. Und ich darf diese Jugendlichen porträtieren, zum Beispiel um Bewerbungsfotos zu erstellen für etwaige Arbeitgeber und eine Bewerbung irgendwie bestmöglich vorzubereiten. Ja, und heute auf der Fahrt zurück von München nach einem Shooting mit 15 ganz spannenden Jugendlichen habe ich mir wieder gedacht, dass wir als Fotografen eine extrem wichtige Aufgabe haben. Und zwar, gerade wenn es um das Porträtieren von Menschen geht, geht es darum, diesen Menschen wirklich darzustellen, wie er ist. Nicht über seine Bedürfnisse hinwegzugehen oder ja, irgendwas Künstliches aufzusetzen, das diesen Menschen nicht mehr so darstellt, wie er ist. Und ja, ich hoffe, dass ich euch in Zukunft mehr über dieses Projekt erzählen kann, beziehungsweise auch mehr zeigen kann. Mittlerweile hatte ich schon 30 Personen vor der Kamera und es war so schön, denn egal woher sie kamen, also ich habe wirklich alle Nationalitäten dort, ist es so, dass jeder Mensch doch so viel Geschichte hat und gerade diese Menschen haben so viel Spannendes zu erzählen. Und ja, es ist eine total schöne Aufgabe und ich hoffe, euch, ja, wie gesagt, wirklich mehr zeigen zu können davon und auch diese Leute noch mehr in ihrem Weg zu unterstützen. Das ist eine wahnsinnig schöne Aufgabe. Sehr, sehr spannend, mit diesen tollen Jugendlichen zu arbeiten. Und ich merke immer wieder, auch wenn äußerlich so eine Coolness dargestellt wird oder sie sehr selbstbewusst untereinander auftreten, ist ein Porträt oder so eine Porträtsession etwas ganz, ganz, ganz Feines, Diffiziles und Filigranes. Ich merke einfach, wie verletzlich Menschen vor der Kamera sind und wie wichtig es ist, so eine Vertrauensbasis herzustellen und auch Sicherheit auszustrahlen und Menschlichkeit. Es geht gar nicht so sehr um Technik, finde ich, merke ich. Es geht vielmehr darum, einen Menschen wirklich kennenzulernen, in kurzer Zeit mit ihm ins Gespräch zu kommen, ihm einen Raum zu öffnen, in dem er sich sicher fühlt und wohl. Und gesehen. Und da glaube ich, in dieser Hinsicht ist es ein großer Vorteil für mich, das Gesangsstudium absolviert zu haben, in dem du sehr, sehr viele Techniken lernst, auch Schauspielunterricht hast. Und das ist ein großer Vorteil. Ich glaube, als Fotograf muss man Menschen lieben. Und den Kontakt zu Menschen.
Opernhaus angekommen und möchte mit ein paar Bildern von dieser Produktion Backstage diese Folge beenden. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, dann lasst mir einen Daumen nach oben da oder abonniert meinen Kanal. Und ja, habt eine gute Zeit und bis ganz bald. Ciao. Einen Abspann machen. Wie ihr seht, hat der Wind gedreht und vom See treibt Nebel auf das Land und es ist wirklich eine ganz magische Stimmung, fast ein bisschen gruselig, aber durch den Nebel und das Licht entstehen ganz, ganz tolle Fotomöglichkeiten und deswegen werde ich jetzt noch ein paar Bilder anhängen. Ich habe heute alle Bilder mit der Fuji X100F gemacht. Das ist eigentlich eine meiner liebsten Kameras, denn sie ist wahnsinnig klein und ist immer dabei. Eine feste Brennweite, die ich damit nutze, zu 90%. Das sind die 23 mm, die fest verbaut sind. Umgerechnet auf Vollformat wären das 35 mm und es ist echt ziemlich cool, was man einfach mit wenig Mitteln bewerkstelligen kann.